Wie du den Bildschirm von einem Tablet oder von einem Smartphone auf deinen Fernseher oder einen Windows 10 Computer per WLAN überträgst, das zeige ich dir jetzt. Um den Bildschirm von deinem Smartphone auf deinen Windows Computer zu übertragen, muss in Windows die Drahtlosanzeige eingerichtet sein. Dazu machst du mal einen Rechtsklick auf das Windows-Symbol, das funktioniert in Windows 11 übrigens ähnlich, und dann wählst du Apps und Features. Als nächstes schauen wir hier mal bei optionale Features. Und hier ist es ganz wichtig, dass die Drahtlosanzeige bei dir installiert ist. Sollte dir in dieser Liste fehlen, dann kannst du hier oben das entsprechende Feature hinzufügen. Da klickt man dann einfach drauf und dann suchst du hier oben nach Drahtlosanzeige. Das würdest du dann auswählen und dann klickst du hier auf Installieren. Das kann je nach Computer einen kleinen Augenblick in Anspruch nehmen. Und sobald er fertig ist, kannst du dieses Fenster hier auch schon wieder schließen. Kommen wir zum nächsten Schritt. Nun starten wir in Windows die Empfangsbereitschaft. Drücke dazu die Windows-Taste und den Buchstaben K gleichzeitig. Dann öffnet sich hier rechts so ein Fenster. Und nun müssen wir Windows sagen, dass wir etwas auf diesen PC hier projizieren möchten. Dazu klicken wir hier unten drauf. Dann starten wir jetzt hier oben die Verbinden-App, um auf diesem PC zu projizieren. Da klickst du einmal drauf. Nun ist sozusagen der Empfangsmodus gestartet und du kannst jetzt von dem Smartphone an den PC das Bild übertragen. Und das machen wir jetzt auch mal. Nun brauchst du nur noch dein Smartphone nehmen. Dann ziehst du hier einmal das Menü nach unten und dann nochmal. Und jetzt suchen wir hier nach Smart View. Hier steht Smart View. Da tippen wir einmal drauf und jetzt wird er alle empfangsbereiten Geräte in der Umgebung suchen. Und diese Bezeichnung hier, oder bei dir heißt das möglicherweise auch anders, musst du schauen. Schau einfach nach der Bezeichnung, die bei dir auf dem Monitor, bei deinem Computer steht, und die müsste dann hier in einer Liste auftauchen. Und bei mir ist das diese hier, deswegen tippe ich dir immer an und sage jetzt starten. Und nun wird er auch schon eine Verbindung zu dem Windows-Computer herstellen und das Bild streamen. Nun ist die Verbindung hergestellt. Links siehst du jetzt das Smartphone und rechts siehst du das übertragene Bild auf meinem PC. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel auf dem Smartphone irgendwelche Aktionen durchführen und das Ganze wird jetzt über das WLAN auf meinem Computer gestreamt. Und alles, was ich mache, siehst du dann sozusagen auch auf dem Computerbildschirm. Natürlich mit ein paar Millisekunden Verzögerung. So, und so kann man sich zum Beispiel auch seine Fotos oder Videos auf dem Computer angucken. Und wenn man hier fertig ist, dann findet man hier jetzt so einen kleinen Button, der ist aufgetaucht durch die Herstellung der Verbindung. Und wenn du hier drauf tippst, dann findest du hier auch wieder die Funktion, die Verbindung zu trennen. Und das mache ich jetzt mal. Ich trenne jetzt die Verbindung und dann siehst du jetzt rechts, dass quasi der Desktop wieder sichtbar wird. Wenn du das Ganze an einen Fernseher übertragen möchtest, die brauchst du in der Regel nur einschalten. Und ich kann dir ja auch mal was Lustiges zeigen. Ich sehe nämlich hier zum Beispiel den Fernseher von meinem Nachbar. Das ist ein Samsung-Gerät. Jetzt ist die Frage, wie das bei seinem Gerät genau funktioniert. Vielleicht könnte ich ihm jetzt schon irgendwas auf dem Fernseher streamen, was er vielleicht gar nicht sehen will. Vielleicht muss er es auch bestätigen, aber nicht, dass ich euch jetzt hier noch auf komische Ideen bringe. Deswegen lasse ich das mal schnell wieder. Und das war's im Grunde genommen. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, ich zeige dir das auch noch, wie du das in Windows 11 machen kannst, dann klick doch hier drauf. Ich sage dann erstmal ciao, mehr von mir findest du hier und dann bis zum nächsten Mal.